Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 11 Streiter des Schicksals. Wir sind mittlerweile in Antiquia, dem Geburtsort von Serena und Veronica, und sind ganz in der Nähe von Yggdrasil. Da fehlt jetzt wirklich nicht mehr viel. Wir sehen hier, dass wir den Wurzelwald, den Berggipfel und den Hain der Ruhe in der Nähe haben. Ich habe keine Ahnung, was wir bei jedem Ort nochmal machen müssen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt eben nochmal die letzten Häuser angucken, bevor wir dann mit Nathan reden. Mit Nathan den Weisen. Wobei, hier waren wir glaube ich schon. Okay, dann können wir jetzt einmal hier hochgehen. Hier haben wir noch zwei weitere Häuser. Die will uns vermutlich nicht durchlassen. Dieser Pfad führt zum Gipfel. Das ist ein geweihter Ort, den niemand ohne die Erlaubnis des Heiligen Vaters betreten darf. Verzeiht, aber ich muss euch bitten, umzukehren. Na gut. Ausnahmsweise. Was haben wir denn hier drin? Haus des Hohepriesters. Okay. Er hat auf jeden Fall Bücher hier. Hier steht ein Buch mit dem Titel Erinnerung eines Schatzsuchers, Band 5. Dies ist das Tagebuch des Ausnahmeschatzsuchers Anonym. Wie sich herausstellte, war der Junge, den ich zusammengebrochen auf dem Weg nach Finnland gefunden hatte, der Sohn des Dorfhohepriesters. Der Vater des Knaben war überglücklich, ihn wohlbehalten zu sehen, und bot mir und dem Wüstenarzt zur Belohnung je einen von zwei großartigen Schätzen an. Ich konnte meinen Augen kaum trauen, als ich den ersten sah. Einen wunderschönen Zweig, der in allen Farben der Welt erstrahlte. Den Schillerzweig, nach dem ich die ganze Zeit gesucht hatte. Der andere war ein kleiner Stein, der eigenartig blau leuchtete. Laut dem Hohepriester war es ein magisches Artefakt, das die Pforte des Fortgangs öffnen würde. Ein Portal zu einem neuen Abenteuer. Ich muss euch wohl nicht sagen, dass ich sofort nach dem Schillerzweig griff. Doch im letzten Moment stockte meine Hand. Ich dachte an all die Erlebnisse auf meinen Reisen und mir wurde etwas klar. Ich erkannte, dass ich gar nicht nach dem Schillerzweig gesucht hatte, sondern nach der Freude, die das Reisen selbst bringt. Also nahm ich den kleinen blauen Stein und steckte ihn in die Tasche meines alten, abgewetzten Mantels. Der Arzt nahm natürlich den Schillerzweig. Und so ging meine Suche zu Ende, was aber auf keinen Fall das Ende meiner Abenteuer bedeutete. Vielleicht treffen wir uns ja im Verlauf meiner weiteren Reise irgendwann einmal. Für diesen Fall möchte ich euch noch meinen Namen nennen. Ich bin Wacke. Der größte Abenteurer der Welt. Wacke. Das ist unser Ziehopa, der uns gefunden hat. Er hat all diese Abenteuer erlebt? Wow. Das haut mich jetzt total um. Das finde ich ist ein richtig cooler Hintergrund für Wacke. Vater Nathan ist mit einer überaus wundersamen Gabe gesegnet. Wenn Ereignisse von großer Bedeutung nahen, gewährt der Weltenbaum ihm eine Vorahnung. Die Visionen erscheinen ihm, wenn er schläft. Tatsächlich weckte der Heilige Vater nur wenige Nächte vor eurer Geburt das ganze Dorf auf, um zu verkünden, dass der Lichtbringer erneut geboren werden würde. Ah, und ich soll euch von ihm ausrichten, dass ihr in seinem Zuhause jederzeit ein- und ausgehen könnt, wie es euch beliebt. Das habe ich schon getan. Weil ich das wusste. Ich habe es geahnt. Oh ja, das habe ich. Oho, ihr fühlt euch doch wohl, hoffe ich. Ihr müsst auf euch achten, mein Junge. Es gibt keine größere Freude im Leben, als sich um seine Gesundheit zu kümmern. Aber ihr scheint mir in bester Verfassung zu sein. Falls ihr vorhabt, mal im Wurzelwald vorbeizuschauen, sprecht mich vorher bitte an. Ich weiß eventuell, wie ihr noch fitter werden könnt. Okay. Und wie? Also, ich hoffe, du willst mir keine Substanzen verkaufen in irgendeiner Art und Weise. Ohne Heiligenasche. Hui, wir haben einen Toten gefunden. So, jetzt müsste es Tag werden. Sehr schön. Ich bugge. So, geht doch. So, was ich jetzt hier mal machen wollte, war zum Hain der Ruhe gehen oder es zumindest versuchen. Dieser Pfad führt zu einem kleinen Hain. Dort ist nicht viel außer einer beständigen Atmosphäre der Ruhe, aber das ist ja an sich nichts Schlechtes. Als wir klein waren, haben Veronica, Serena und ich oft dort gespielt. Ah, das waren noch Zeiten. Gehen wir mal dahin. Einfach nur mal ausprobieren. Was haben wir hier? Nichts. Der Hain der Ruhe. Ich bin ziemlich krank. Der Arzt hat gesagt, dass er nicht weiß, wie er mir helfen soll. Aber ich glaube, ich kenne eine Möglichkeit. Mein Großvater hat mir mal von einer magischen Blume namens Betunia erzählt. Er sagt, dass sie einem einen Wunsch erfüllt, wenn man ein Gebet spricht, während sie blüht.
Wenn ihr mal eine Reise in den Wurzelwald plant, könntet ihr mir dann Bescheid sagen? Ihr seid vielleicht meine einzige Hoffnung. Das klingt nach einer Quest, die wir für die Kleine erledigen könnten. Das ist echt cool hier. Ich weiß jetzt auch, warum er Hain der Ruhe heißt. Ich meine, wir hören ja noch nicht mal die Musik hier. Das ist ehrlich gesagt mal ganz angenehm. Das ist wirklich ganz angenehm. So, ich würde sagen, wir reden jetzt mit Benediktus. Mit Nathan. Mit dem Hohepriester. Mit dem Heiligen Vater. Bin gespannt, was er zu sagen hat. Hervorragend, ihr seid im Besitz aller 6 Kugeln. Well, honored luminary, shall we proceed? These pictures, they're incredible. Ja, aber da brennt Yggdrasil. They tell a tale as old as Arboria itself. The tale of the Luminary, a child chosen by mighty Yggdrasil, one sent to save us from disaster. Our friend here is not the first to be known by that name. No, the first was born long, long ago in the Age of Heroes. At that time, the world of Erdrea was beset by a being of purest darkness. A being who sought to steal the very source of life itself, the heart of Yggdrasil. And so, the World Tree marked out one among her children for greatness. Erdwin, the Luminary of Legend. Ich glaube, ich meine, ich habe noch nie ein anderes Dragon Quest Spiel gespielt, aber ich glaube, dass Edwin ein Hauptcharakter aus einem anderen Dragon Quest Teil ist. Es müsste eins der ersten Dragon Quests gewesen sein. He went forth to do battle with the Dark One. But he did not go alone. A band of heroes accompanied him. Among them, a mighty sage named Serenica. Veronica, Serena, your friend here is the Luminary reborn. And together, you are the reincarnation of his companion. Das ergibt Sinn. Serena, Veronica, Serenica. As for Mordekaiser, I suspect that it is his darkness that your friend, the latest in the line of luminaries, was born to banish. You must defeat him. The fate of our world depends upon it. Good luck. Ich glaube allerdings kaum, dass es jetzt schon so schnell kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Waldes liest die Inschrift auf dem Stein. Der Anbeginn, die Geburt von Edwin, dem legendären Lichtbringer, läutete das Zeitalter der Legenden ein. Coole Bilder. Der Sturz. Der allmächtige Yggdrasil, dessen heiliges Herz der Quell allen Lebens ist, wurde vom Finsteren zu Fall gebracht. Die Abrechnung. Edwin und seine treuen Gefährten zogen aus, um den Finsteren in einem Kampf bis auf den Tod gegenüberzutreten.
der Aufstieg. Als er den Finsteren besiegt und Erdrea wieder Frieden gebracht hatte, fuhr der Lichtbringer in den Himmel auf, um ewig über uns zu wachen. Als Stern. Wenn ihr Yggdrasil noch einen Schritt näher kommen wollt, dann geht durch diese Türen und folgt dem Bärtpfad zum Wurzelwald. Der Altar, den ihr sucht, befindet sich auf dem höchsten Punkt des Heiligen Hains. Der Wald ist reich an Bewohnern, doch nicht alle sind euch freundlich gesinnt. Ihr tätet wohl daran, vor eurem Aufstieg den Rüstungsladen einen Besuch abzustatten. Bitte sprecht auch mit den anderen Antiquianern, ihre Kenntnisse der hiesigen Flora und Fauna könnten euch bei euren Vorbereitungen nützlich sein. Geht nun, mein Kind. Möget ihr das finden, was euch bei eurem Kampf zur Rettung unserer Welt helfen kann. Ich wünsche euch viel Glück. Ich wünsche mir auch viel Glück. Nach fast 40 Stunden Spielzeit ist es endlich soweit, dass wir Yggdrasil erreichen können. Wir haben schon so viele Gefahren überwunden. Wir haben so viele Abenteuer erlebt. Ähnlich wie unser Ziehvater oder Ziehgroßvater Wacke sind wir ein großer Abenteurer geworden. Gemeinsam mit unseren Freunden und Gefährten. Aber das wird noch nicht das Ende der Reise sein. Ich weiß nicht, was das für komische Viecher sind, die hier rumlaufen. Die sehen wirklich äußerst merkwürdig aus. Oh. Da sind auch... Wie sind die pervers? Ich weiß auch nicht. Fropfkopf und Blutkäppchen. Jesus, ey. 172 Schaden. Wie viel Erfahrung bringen die denn? 679. Schlangenhaut. Den Drachen da finde ich ein bisschen bedrohlich. Das ist ein chinesischer Drache. Mal sehen, was wir gegen ihn ausrichten können. Eine Himmelsschlange. Shenlong. Wow. Der Stoßwirbel. Und jetzt definitiv den Drachenhieb. Perfekt. 820. Baldes steigt eine Stufe auf. Sehr schön. 12 Talentpunkte und ein neuer Zauber, den wir erlernt haben. Schnarch. Eschenburger Wiegenlied. Bodo lernt eine neue Koop-Kraft, die mit Waldes Hilfe benutzt werden kann. Eschenburger Wiegenlied. Veronica. Oh, auch eine Stufe aufgestiegen. Verwenden wir die Talentpunkte sofort. Waldes könnte... War wobei den Fall... Wir werden jetzt erstmal das machen hier. Angriffskraft mit Schwertern plus 10. Finde ich ganz gut. Und Veronica. Was wollten wir denn bei ihr machen? Eis- und Windresistenz erhöhen wollten wir vielleicht machen. Ring des Ruins. Beschwört ein Siegel herbei, dass die Chancen aller Gruppenmitglieder erhöht, kritische Zauber zu wirken. Finde ich auch krass. Ich gehe wirklich davon aus, dass wir die Kräfte von Serena und... Veronica noch irgendwie entfesseln werden. Denn das machte bei mir bisher nicht den Anschein, als wäre das so. Da ist noch mehr möglich. Oh, die rufen Unterstützung herbei. Okay. Ich meine, besonders viel Schaden machen die jetzt nicht. Glücklicherweise. Wie wär's mit Saus? Sehr schön. Weg. 1000 Erfahrungspunkte vielleicht. 1615. Okay, das ist krass. Ich würde jetzt mal... Warte mal hier. Geschickte Gruppenheilung.
Und dann werde ich auch mal die Aufstellung ändern. Jade bringt uns gerade nicht mehr so viel. So. Oh. Interessant, dass sie mich so ignoriert. Mini-Medaille. Und damit hätten wir tatsächlich genug, um das Album voll zu machen. Sprengsteine. Rionaldo. Saus. Knack, Gritz, Grutz. Verursacht eine dunkle Detonation, die einen einzelnen Feind erfasst. Einen einzelnen? Dann mache ich lieber Knack. Das will make your blood run cold! Pengkrach. Brutzel sollte reichen. Nicht ganz. Aber das hat gereicht. 942, gar nicht schlecht. Silbererz und der Spiegelstein. Noch ein Zyklop. Diese Lichter neben den Charakterbildern oder den Charakterporträts sollen übrigens zeigen, wer gerade gekräftigt ist. Das habe ich jetzt mittlerweile auch herausgefunden. Wirrer Walzer. Oh, sehr schön, wir haben den verwirrt. Machen wir mal Grutz auf den Zyklopen. 89, okay. Könnte auch stärker sein. Ich finde es komisch, dass Mega-Stärkung die Verteidigung erhöht. In meinem Kopf klingt das einfach irgendwie falsch. Der Zyklop ruft Unterstützung dabei, aber niemand taucht auf. Ist immer wieder lustig. Propeller. Möglicherweise trifft er nicht. Und der ist schön abgewehrt. Rach. Und beide down. Wonderful. Ja, finde ich auch. 1148 Erfahrungspunkte. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Wir müssen die Entgiftung wirken auf Waldes und auf Bodo. Und kommen hier jetzt zum Lagerplatz. Wir möchten auch auf jeden Fall das Lager aufschlagen, denn wir müssen dringend Gegenstände schmieden oder mal gucken, was da geht. Maximales Potenzial erhöht sich um 3 Punkte. Dreifacher Drescher. Ist ein einzelner Schlag mit dreifacher Stärke. So, was haben wir denn da? Das Platinschwert. Sehr, sehr stark, aber es fehlt das magische Tierhorn. Protziges Platinschwert. Oh, wow. Schwertbrecher. Seraphenstab. Schlotterstab. Speere. Platinlanze. Ist aber tatsächlich schwächer als das, was sie gerade hat. Platinklauen. Da fehlt uns das gelbe Kleinod. Ansonsten wäre das natürlich eine sehr gute Waffe. Für Bodo. Platinplatte. Zauberschild. Da fehlt der Zauberzweig. Oh. Da fehlt leider auch etwas.
Hexenhut. Chance daran gehindert zu werden, Zauber zu wirken, sinkt um 25%. Himmelsgebünde, Dämmerstoff. Das könnten wir einfach mal probieren hier. Finessen, dreifacher Drescher kostet 11. Okay, wir machen erstmal den Knisterkracher. Dann machen wir den Quadrakracher. Und am besten nochmal. Oh, gerade so noch. Perfekt. Ey. Jetzt schneller Schlag. Das ist schon nicht schlecht. Sehr gut. Das nehmen wir so. Plus 2. So, gucken wir mal weiter. Was geht da noch? Helme, Krone von Eschenburg. Ändert in Kombination mit dem Eschenburger Livre das Aussehen. Dafür fehlt aber was, die Seidenblüte. Schickes Outfit finde ich auch nicht schlecht. Schicke Weste. Das Ding ist gut für Rio, für Rionaldo. Für Eric ist das jetzt nicht so der Burner, weil er dieses Meister-Dingsbums hat. Das ist ein bisschen besser, glaube ich, von den anderen Werten noch. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. So, jetzt brauchen wir hier noch den doppelten Kracher. Hervorragend, okay. Dreimal ins Schwarze getroffen. Das kann ich, glaube ich, nicht besser verlangen oder erwarten. Ja. Vielleicht gibt es ja später noch plus 5 oder sowas. Plus 4, plus 5, keine Ahnung. Wobei es manchmal schon schwer genug ist, das zu erreichen, finde ich. Zauberrüstung. Aber da fehlt halt auch der Zauberzweig. Hexenrobe. Die Hexenrobe gefällt mir gut. Chance daran zu hindern, gewähren Zauber zu wirken, sinkt um 40%. Wow. Okay, den machen wir als nächstes. Das könnte schwierig werden. Okay, hier müssen wir jetzt mal einen doppelten... Oh, fuck! Naja, gut, vielleicht haben wir Glück und das sinkt noch. Hier braucht man irgendwie viel weniger pro Schlag. Verstehe ich gerade. Ja, das ist gut, danke. Wir brauchen einen blitzschnellen Schlag und zwar hier. Dann eigentlich nochmal hier. Und eigentlich auch nochmal hier. Okay, das ist jetzt, glaube ich, gar nicht so schlecht. Vermutlich sehr gut. Damit gebe ich mich zufrieden. Das ist plus 2. Das hat der Hexenhut auch. So, Zubehör. Haben wir sau viele. Die ganzen Ohrringe. Halsschmuck. Handschuhe.
Ringe. Fußbekleidung. Da fehlt halt die Engelsglocke. Die muss ich halt irgendwann auch mal... Irgendwann muss ich das mal hinkriegen. Der Gebetskranz ist bei magischer Heilkraft natürlich sehr stark. Aber das ist für die wenigsten Charaktere irgendwie interessant. So, dann wollen wir mal gucken. Ausrüstung, was habe ich denn jetzt alles geschmiedet? Ich habe für Veronica jede Menge geschmiedet. Und zwar einmal den Hexenhut, der das mehr bringt, was sie auch eigentlich braucht. Er erhöht die magische Macht. Mehr Abwehr. Charme sinkt, aber dafür haben wir weniger das Problem, dass wir daran gehindert werden könnten, Zauber zu wirken. Genauso wie bei der Hexenrobe. Was habe ich gerade? Ich habe die charmante Schürze. Da verlieren wir auch wieder Charme, aber wir bekommen Abwehr dazu. Und unsere magische Macht steigt noch weiter und auch unsere Chance, unterbrochen zu werden, ist auch wesentlich weniger. Hatte ich bei Jade irgendwas gemacht? Ich glaube nicht. Die Korallennadel ist für sie besser. Genau, ich habe den Adrettenanzug und wir haben hier die schicke Weste, die besser ist. Wesentlich mehr Abwehr. Mehr Charme. Dann sehen wir zwar wieder normal aus, aber was soll's. So, und das war's, glaube ich. Mehr habe ich, glaube ich, nicht gemacht, oder? Habe ich bei Eric irgendwas gemacht? Nee. So bleiben wir jetzt erstmal. Ruhen wir uns aus bis zum Tagesanbruch. Dann speichern wir und dann geht's weiter. Okay. Es wird langsam ernst. Wir wollen auf jeden Fall auch hier lang gehen. Platinerz, sehr gut. Mehr davon. Sieht aber nicht so aus, als könnten wir hier rüber. Also müssen wir die andere Seite gehen. Es verdichten sich echt immer mehr die Hinweise, dass es einen achten Charakter geben wird. Meiner Meinung nach ist das ziemlich offensichtlich. Okay, der ist nochmal deutlich stärker geworden jetzt. Nein! Wupp. Schade. Saus. Wahnsinn. Nochmal Saus. Another victory. 1115. Wieder so ein Geist. Wieder ein Drache. Wenn er mich sieht, wird er mich auch angreifen. Seelensalbei, oder was stand da gerade? Seidenblüte. Mit dem lege ich mich gerne an. Vor dem habe ich so keine Angst. Auch wenn er mega viel AOE-Damage macht.
Aber wir haben den Drachenhieb. 180 Schaden. So, und jetzt probieren wir hier mal den Muntermacher. So, schwing die Hüften. Alter. Das ist der stärkste Zauber, den wir gerade haben. Also der stärkste Heilzauber. Bei weitem. By far. Und wenn man überlegt, dass das Ding nur 12 kostet, wir können das ziemlich oft einsetzen. Okay, nochmal den Drachenhieb, wobei ich glaube, mit einem normalen Angriff müssten wir auch schon... Ja. Und dann machen wir jetzt mal Grutz. Und Saus. Sind das hier jetzt eigentlich alle Monster? Oder fehlt da noch was? Das sind alle Monster. Was finden wir denn jetzt hier Schönes? Magisches Chakram. Das ist wahrscheinlich was für Eric. Wurfring ist mit verzauberten Edelsteinen besetzt, die magische Energie erzeugen und die MP seines Besitzers mehren. Seltenheit C. Wir erreichen gleich den Wurzelwald. Damit werden wir bald beim Altar sein.